Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich mit in meine kleine Auszeit. Wie ihr seht, bin ich ein bisschen wild auf dem Weg, aber noch ziemlich ungeschminkt. Das heißt, wir probieren wieder was aus, was mit Make-up zu tun hat. Etwas Besonderes, eine Wanderpalette. Ich habe euch ja schon ein paar Wanderpaletten gezeigt. Was heißt denn Wanderpalette? Hat die Schuhe an? Nein. Wir schicken sie in einer Mädelsgruppe rum. Eine ist immer dran und sucht eine Palette aus. Sagt, hier Mädels, euer Auftrag, damit was schminken. Wir packen noch ein Extra dazu. Und dann geht es los. Und jeder hat den Auftrag, daraus was zu zaubern. So, heute bin ich dran. Ich habe schon eine kleine Playlist. Ne? Findet ihr am Ende des Videos. Da könnt ihr einfach raufklicken. Hier erstmal zu Ende gucken. Wird lustig. Und unten verlinke ich euch auch noch alle Mädels, die mitmachen und kreativ sind. Da sind wirklich kreative Mäuse dabei. Und diesmal müssen wir es auch wirklich sein, denn ich habe ein Extra. Das wird lustig. Aber ich habe es gesehen, hatte direkt eine Idee. Direkt, also musste ich mitmachen. Als erstes zeige ich euch einmal die Palette. Es ist eine große holographische Revolution Palette. Die X-Envy oder X-Envy Shadow Palette. Die bietet uns ein bisschen was. Padam, wir haben Farben. Was steht da oben eigentlich? Extra Shades, Extra Color, Extra... So, bitteschön. Da haben wir einige Farben. Ich habe eine Idee. Denn wir haben noch ein Extra. Passt mal auf. Ich zeige es euch. Die Haare sind luftgetrocknet. Die sind jetzt ein bisschen wild heute, ne? Aber kriegen wir hin. Wir haben noch Augenpatches. Augenpatches. Die sollen mit eingebaut werden. Ich hatte direkt eine Idee. Ich werde mal schauen, ob das so klappt. Steffi von Schminky Eyes hat es so ähnlich umgesetzt. Deshalb werde ich es jetzt noch mal ein bisschen abwandeln. Aber es muss irgendwie klappen. Ne? Ich habe jetzt eine Base gemacht. Ich habe Rouge und Contour drauf. Ich werde die Haare noch mal ein Stück nach hinten machen, damit wir hier Platz haben auf der Leinwand. So, bitteschön. Und ich überlege schon, ob ich die Augenbrauen noch gar nicht hätte machen sollen. Aber zu spät, die sind fest. denen geht es schon gut. Ja, da passiert nichts mehr. Okay, sehr schön. Ich mache es mal ein bisschen anders. Ne? Ich werde eine Base auftragen, ja. Aber dann werde ich mir keinen Lidschatten mehr aufs Auge auftragen, sondern der Plan ist, ich... nehme eins von den Augenpatches. Ich glaube, es wären die hier. Wobei die sehr groß sind. Na, ich muss mal schauen. Werde die aufkleben und dann da drüber die Farbe hauen, sodass wir eine kleine Schablone haben. Das war der ursprüngliche Plan. Eigentlich wollte ich Herzchen ausschneiden und die aufkleben. Aber schaut euch mal Steffis Video an. Die war schon ähnlich unterwegs. Jetzt überlege ich. Ich meine, wir haben hier Herzchen, aber die sind zu groß, ne? Wenn ich die da raufklebe. Oder? Oder der Plan ist, ein iPad aufzukleben, drüber zu tupfen mit der Farbe aus der Lidschattenpalette und das dann abzuziehen, sodass wir eine Schablone haben quasi. Oder nehme ich doch ein Herz und mache das da so rüber. Aber ich glaube, das fällt kaum auf. Das Problem ist die Herausforderung. Es muss ja auch noch halten, ne? Es muss noch halten. Ich habe nämlich gedacht, wenn ich das hier so ranmache, wird es halt ein Riesenlook. Aber ich versuch's. Ich versuch's. Falls es komplett komisch wird, werde ich schneiden, ihr Lieben. Aber so würde ich jetzt mal sagen, ihr müsst da durch. Der Plan ist, ihr müsst da durch, so wie bei all meinen Videos. Ich quatsche und mache einfach und ihr seid dann dabei und seht, was dabei rauskommt. Ich werde jetzt erstmal eine Basis schaffen mit, haben wir hier einen hellen Ton? Oh, ich nehme mal den hier oben. Wir haben keine Farbbezeichnung dabei. Ich nehme mal den, ne? Die krümelt ganz schön. Aber hier ist kein Spiegel dabei, aber dann nehmen wir den Spiegel. Das ist nicht so wild. Wir setten. Ich habe schon überlegt, ich könnte auch so ein... so ein Sticky Primer auftragen, ne? Dann hält vielleicht das Augenpad besser. Aber vielleicht ist es auch genau falsch und ruiniert alles. Deshalb werde ich es jetzt erstmal so versuchen und bin total gespannt, ihr Lieben. Ich mache mir mal kurz, ich habe hier ein paar
Schwämmchen vorbereitet, damit ich auf verschiedene Methoden zurückgreifen kann. Und ich nehme mir nun diese Augenpads. Die sind von Isana, Hydrogen mit Vitamin C und Himbeerextrakt. Na, die gehen erstmal auf oder auch nicht. Sehr schön, ich habe eine Schere bereitgelegt. Und dann, mehr Base will ich gar nicht machen. Es soll tatsächlich... Nee, weil ich glaube, wenn ich jetzt Farbe drunter mache, dann die Schablonen drauflege und dann drüber tupfe, ne? Das geht gar nicht raus. Das klebt. Dann nehme ich mir die Farbe wieder runter, wisst ihr? Wenn ich jetzt Gelb drunter mache zum Beispiel. Also kleben wir es so auf und es ist halt super gatschig. Das wird lustig, weil wir haben jetzt viel Feuchtigkeit, viel Flüssigkeit, aber schon eine Base drunter. Also mal schauen. Ist ein Experiment. Das, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall mal was anderes. Ich schaue gerade, ob ich was zum Unterlegen habe, weil das hier so flüssig ist. Wir testen mal. Das ist ein Pad. Und das... Also komplett werde ich es nicht drauf machen können. Das ist zu groß. Also schneide ich... Oh, es lässt sich nicht mehr schneiden. Aber das Gute ist, da ist jetzt nicht zu viel Flüssigkeit. Okay, der Schnitt sieht anders aus als geplant. Das ist ein bisschen groß, ne? Was ist denn, wenn wir... Leute, Leute, Leute. Oh, guck mal, jetzt ist schon mein Fingernagel drin gewesen. Wenn ich es ein bisschen kürzer mache... Wartet mal, ist das clever? Oh Gott. Oh Gott. Wenn ich zu viele verbrauche, dann fülle ich wieder nach. Wobei, die Runde müsste jetzt zu Ende sein. Und dann ist es, glaube ich, nicht mehr so wild. Aber es ist natürlich schon irgendwie Verschwendung, ne? Wenn wir jetzt... Was ist denn, wenn wir den auch einmal ein bisschen zurechtschneiden? Es ist so glitschig, also das ist gar nicht so leicht zu schneiden, ihr Lieben. Wenn ich überlege, ich wollte da eigentlich so. Was meint ihr, wie sieht das am Ende aus? Seltsam wahrscheinlich, ne? Obwohl nicht seltsamer als jetzt. Vielleicht sieht es ganz cool aus. Wenn wir ein bisschen so machen. Das Thema ist ja, wenn das nicht ganz fest ist, ist es keine richtige Schablone. Dann geht es so drunter, ne? Aber wenn ich jetzt so mache... ihr Lieben, mal schauen, was das wird. Wer ist alles gespannt? Ich. Warum habe ich das jetzt drauf gemacht? Jetzt kriege ich es gar nicht mehr. Oder ich mache einfach so einen richtigen Ring draus. Also wenn ich überlege, dass ich das zuerst zu einem Herz schneiden wollte und sich das hier jetzt schon so schlecht schneiden lässt, weil das so glitschig ist, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht jetzt, ne? Steffi hat es geschafft. Ah, schaut mal. So, oder? So. Und dann, aber dann müssen wir richtig runtergehen. Dann müssen wir volle Kanone machen, ihr Lieben. So, machen wir mal den nächsten. Ich mache gleich beide, damit das auch parallel ist. Ne? Ich will hier nicht, dass es dann schief wird. Das wäre doof. Weil es ja bestimmt perfekt aussieht. Und wenn es dann nicht symmetrisch ist. Genau. Das ist das Problem, Dani, dass es perfekt aussehen wird. Also, ich schneide mal genauso wie den anderen. Das ist so glitschig. Legt das mal übereinander und versucht nachzuschneiden. Das ist nicht so einfach. Wenn ich es jetzt versaue, dann wird es halt nicht symmetrisch. Puh. So. Haben wir noch ein bisschen Pflege dabei. Sehr schön. Schaut mal, pflegen wir unsere Außenwinkel, ne? Ganz wichtig, so mache ich das immer. Okay, wenn ich wollte, könnte ich ja jetzt noch irgendwie was dazu machen. Aber dann sieht es aus wie ein Fleck, nicht wie ein Schmetterling, ne? Wir lassen es mal so. Okay, ich habe feuchte Schwämme. Oh, ich bin so gespannt, Leute. Aber es ist eine Herausforderung. Es, so. Dann muss es auch herausfordern, ne? Sonst wäre es langweilig. Ich packe mal die übrigen,
zur Seite. Und dann nehme ich mir die Palette. Und ich habe erst gedacht, ich mache hier so einen Farbverlauf rauf. Und ich versuche das einfach. Ich versuche das einfach. Leute, Leute, Leute. Das wird lustig. Ich fange mal an mit was Hellem. Ich fange an mit der Farbe hier. Und gehe hier so mit der Spitze rein. Ich habe jetzt einen feuchten Beauty Blender genommen. Beauty Blender ist ein Eigenname, ne? Also Beauty Schwamm, Sponge. So, dann die Mitte. Ich trage es dann mit dem Finger auf. In die Mitte nehme ich den hier. Habt ihr es gesehen? Ich bin super gespannt, denn ich mache jetzt so. Seht ihr das? Ja. Seht ihr. Und ich glaube, ich muss halt echt ein bisschen mehr Farbe drauf machen, damit da was runterkommt. Nochmal den hellen hier oben drauf. Richtig schön in die Farbe. Und ich hoffe, weil der Beauty Blender nass ist, dass das funktioniert. Ich bin so gespannt und sonst tupfen wir nach, ne? Was soll's. Die kleben echt gut, muss ich sagen. Fällt mir gerade so auf. Dann gehe ich jetzt mal in den blauen, den hier. Oh Gott, oh Gott. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Das Witzige ist, ich habe tatsächlich schon mal so diese Abdrücke gesehen und fand das ganz cool, aber ohne Schablone. Und dann dachte ich, eigentlich eine ganz coole Idee. Und jetzt gehe ich als Abschluss in Rot und zwar... Das Ding ist, nein, nee, wir machen mal eins am anderen. Ich nehme mal den hier. So ein Pinkrot. Ach, guck mal, ich kann die auch mit der Ecke reingehen, ne? Ja. Oh. Schön Farbe rauf. Jetzt werden wir mal sehen, da ist mir noch zu viel Lücke dazwischen. Wie das funktioniert, ob das funktioniert. Wo ist blau? Ich will hier richtig Farbe raufkriegen. Oh, ich muss es ja auch noch zweimal machen. Ich muss es ja auch noch zweimal machen. Jetzt fällt mir das gerade auf. Und dann ist meine Hand eingesaut und ich habe hier nichts. Oh, das ist ja doof. So halb zu Ende gedacht, ne? Immerhin hatte ich eine Schere da. Ich habe nämlich tatsächlich erst angefangen, das Video. Ich wollte schon anfangen und hatte noch keine Schere. So, so sieht es jetzt aus. Und jetzt gehe ich einfach. Ich schaue mal kurz zur Seite, ja? Dass ich. Das ist ganz schön groß, ne? Ja, gut, aber die halten wirklich Bombe, ne? Das muss ich sagen. Das funktioniert gut. Oh Gott. Wir werden es. Egal, Leute. Kommt, egal. Einfach machen. Mhm, das verrutscht. Nicht verrutschen, nicht verrutschen. So. Okay, 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 okay. Jetzt gehe ich mit einem kleineren nochmal in dieselbe Farbe und tupfe hier nach. Ja, ich habe hier ein paar kleine. Ich werde für jeden eine Farbe benutzen. Okay, geht nicht. Passt auf, wir nehmen einen Pinsel. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ihr seht's. Oh nein, jetzt rutscht es. Okay, nicht bewegen. Was macht ihr mit mir, Leute? Okay, ich nehme den Finger. Ich habe jetzt hier keine Zeit für Experimente, sagte sie im Riesenexperiment. Gut, anderer Schwamm. Was, welches Grün war das? Das hier, ne? Leute, welches Grün war das denn? Genau. Yes. Okay. Selber Schwamm, ich drehe die nur ein bisschen, damit ich im Zweifel noch so einen kleinen Farbverlauf hier drin habe. Ich weiß nicht, wie das aussieht am Ende. Wir werden es sehen. Und dann nochmal mit einem kleinen in das Rot. Kriegen wir das hin? Wartet mal, der ist mir nicht... Kriegen wir das hin? Ich bin genauso gespannt wie ihr, ne? Ich könnte jetzt auch so tun, als wüsste ich, was ich tue. Aber ist doch langweilig. Wir wollen ja hier Realität.
sieht es aus, als hätte ich ein blaues Auge. Das wäre blöd. Das Grün ist irgendwie noch nicht so richtig da. Ich nehme mal ein anderes Grün. Ich möchte, dass wir richtig ins Grün reingehen, ihr Lieben. Ich probiere jetzt hier durch. Ah, schaut mal. Ah, schaut mal. Sehr cool. Ich habe jetzt hier den Spektrumpinsel genommen. A07 ist das. So, das gefällt mir gut. Das war jetzt, wir müssen uns das merken, die Farbe hier, ne? Das Grün. So. Und dann können wir am Ende, ich lasse das jetzt erstmal drauf, ja? So, und dann können wir am Ende hier vorne auch noch was machen. Ich lasse das jetzt erstmal drauf, gehe auf die andere Seite. Und ich mache es jetzt genauso wie eben, auch wenn das Grün nicht so gut funktioniert hat. Nehme ich es jetzt nochmal, damit wir die gleiche Basis haben, damit wir nicht jetzt anfangen, die Farben zu verändern. Aber ich glaube, es ist ganz cool. Macht es, wir werden es sehen am Ende. Was soll's? Wir werden es sehen am Ende. Es ist ein Experiment, immer wieder sagen. Trust the process kann ich hier nicht sagen, weil ich nicht weiß, was am Ende rauskommt. Ich weiß auch nicht mal, wie der Prozess insgesamt aussieht. Aber we think positive, ne? So, ich tupfe jetzt hier mit dem Pinsel auf. Ich glaube, das geht besser. Grün. Blau. Ihr seht mich noch. Ich bin noch da. Ich tupfe das hier auf. Weil ich jetzt nicht in die Kamera geschaut habe. Das tut mir leid. Aber ich bin sehr gespannt. Ich finde den Farbverlauf jetzt gerade gut und habe jetzt natürlich Angst, wie das so ist, ob es beim zweiten genauso klappt. Wer kennt das nicht? Wenn du mit einem Auge zufrieden bist, ist eigentlich ganz schlimm, weil du die Angst hast, ich muss das zweite auch noch hinkriegen. Oder gehe ich einfach so raus, dass mich alle heute nur von rechts sehen, weil die Seite ist gut geworden. Kennt ihr es? Ja, kennt ihr. So, jetzt so. Ach du Schade. Ach du okay. Wenn er sitzt, sitzt er, ne? Kann ich auch nichts mehr machen. Oh, er ist drauf. Und ja, ist anders geworden. Ah, ist anders geworden. Aber weiß ich nicht, was aber. Wir versuchen es mal. Wir machen jetzt erst. Ja, es ist größer geworden, ne? Ah, vielleicht geht's. Das mittlere Grün hatten wir hier. Das sitzt hier. Und hier. Wie tief gehst du? Ach, es geht eigentlich. Und dann das Blau. Nein, 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 nein. Na, bleibst du, wo du bist? Das Blau. Wie bin ich eigentlich auf diese Idee gekommen? Was tue ich hier eigentlich? Und wollte ich heute noch mal rausgehen? Das hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. Aber gut. Ist jetzt so, ne? Ist jetzt so. Aber ich liebe ja die Farben. Also ich liebe es ja wirklich, wenn du siehst, dass du mit Farben, also einfach Farbverläufe mit Farben spielen. Ich lieb's, ne? Auch wenn es vielleicht nichts ist, was wir jeden Tag machen, wie wir dann so rausgehen. Aber ey, komm, egal. Es filmt sich ja. Jetzt habe ich es runtergenommen. Shit. Okay, wartet, stopp. Der Pin, der Schwamm ist, glaube ich, zu nass. Ich nehme mir gerade die Farbe runter. Seht ihr das? Ja, ihr seht das. Ah, nein, nein, nein. Das darf nicht sein. Wir gehen mit dem Pinsel nochmal. Blau, dass es ein bisschen verschwommener ist, so. Verblendeter. Und jetzt gehe ich mit dem Pinsel in das Rot. Bin ich im richtigen Rot? Ja, ne? Ich denke doch. Ja, hier gehe ich halt voll, also hier habe ich irgendwie mehr Platz, ne? Hier bin ich voll in die Haarlinie gegangen. Aber gut. Warte mal. Da, die berühren sich fast, sind hier so gar nicht. Okay, Finger. Geht das besser? Ja. Dann machen wir
Aber wer weiß, vielleicht finde ich die Seite am Ende besser, die weiter auseinander ist. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ihr Lieben, hättet ihr noch eine andere Idee gehabt? Das könnt ihr mir jetzt mal verraten. Ich gehe jetzt wieder in das Grün hier, ne? Haben wir uns gemerkt? Und mach den. Hättet ihr noch eine andere Idee gehabt? Ich finde, das war echt mal eine Herausforderung. Mit Augenpads einen Look zu schminken. Aber ich dachte mir, das ist doch jetzt irgendwie so schön frühlingshaft. Mit bunten Farben ist doch ganz geil. Oh nein, es rutscht. Oh shit. Oh nein. Oh. Nein, wir sind nicht perfektionistisch. Überhaupt nicht. Gar nicht. Wir sind tiefenentspannt. So. Wir gehen noch mal hier rein. Ich weiß halt gar nicht, ob das was bringt, dass ich dann da jetzt hier einen Abdruck habe, der frei ist, ne? Ich könnte da dann Glitzer reinmachen oder so. Das können wir vielleicht tun. Passt auf. Jetzt erstmal durchatmen. Und ich versuche es mal mit einer Pinzette runterzunehmen, damit ich mir nichts versaue. Und ich bin so gespannt, ihr Lieben. Irgendwie ist es geil. Irgendwie ist es geil. So. Irgendwie ist es geil, aber es ist hier ein bisschen tief, ne? Aber wenn ich das jetzt ausgleiche, ist es keine harte Kante mehr. Ich weiß es. Was tue ich denn hier? Ich bin der neue Superheld. Das ist meine Maske. Ich gehe jetzt mal hier vorne. Hätte ich mir vorher überlegen sollen, ne? Also so ist es jetzt erstmal geworden. Oh Gott. Ich will es mir jetzt auch nicht versauen. Aber man will immer ausbessern, ne? Schlimm. Wo ist der blaue Pinsel da? Schlimm. Haben wir hier ein bisschen Übergang? Okay. Ist schon irgendwie ganz witzig. Okay, ich weine gleich. Ich habe so Angst, es kaputt zu machen. Ihr kennt das? Kennt ihr das? Ich weiß es nicht. Ich truste den Prozess. So, ich nehme. Ich bin jetzt einfach. Was so. Nee. Lass mich doch mal denken. Lasst mich doch mal denken. Okay, pass auf. Ich gehe einfach in den hier. Ich gehe auf Nummer sicher. Und hau den hier vorne rein. Alter. Der leuchtet bis nach Meppen. Und ich werde ihn jetzt gar nicht bis nach hinten ziehen. Der soll einfach hier ein Highlight sein. Und dann hau ich den nochmal in die leere Fläche, weil die sonst so leer ist. Passt auf. Denselben. Machen wir das? Wir machen das. Oder so hier, dass das so ein bisschen schimmert. Ja, oder? Ein bisschen 3D hier. Wisst ihr was? Richtig doof. Ich hätte auch einfach dieselbe Schablone nochmal umdrehen und auf die andere Seite machen können, wa? Naja, ey, wisst ihr was? Wir können das doch einfach mit Schimmer füllen. Oder? Dann fällt es nicht so auf, wenn wir ein bisschen daneben malen. Und ich will es aber nicht ganz ausmalen. Weil ich habe Angst, das zu versauen. Habe ich schon gesagt? Ja, habe ich schon gesagt. Aber ich mache jetzt hier unten noch. Ich finde den halt so schön. Guckt euch den mal an, ganz kurz. Ihr seht das, ne? Der muss halt. Das ist halt. Oh ja, der krümelt richtig. Aber ist halt so Meerjungfrau und das muss halt. Da habe ich ja keine Wahl, wisst ihr? Da kann ich auch nichts für. Der muss mit drauf. Und das sind wirklich einzelne Partikel. Gut, dass die Haut gerade schön gepflegt ist von dem Augenpad. Was tut sie da? Dann tun die Partikel nicht so weh und es ist relativ neutral, angenehm. Oh, das war viel. Oh nein, oh nein. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Daniela, reiß sie zusammen. So, wir malen das hier quasi ein bisschen aus jetzt, ja? Aber es sieht halt dann fleckig aus, ne? Wenn da keine Base drunter ist, sieht es fleckig aus. Dann müssen wir das gut verteilen. Oben glitzern wir, unten glitzern wir. Hier ist es halt sehr. Jetzt wird hier ausgebessert. 5 Stunden wird jetzt hier ausgebessert.
Vielleicht schneide ich dann doch diesmal, damit ihr euch hier nicht ewig durchquälen müsst. Was tut sie? Und in die Mitte? Ich will eigentlich heller werden, ne? Komm, wir versuchen mal den. Den, zeig dich mal. Weil die glitzern beide nicht. Das ist einfach nur Schimmer. Aber ich nehme mal den grünen. Ach, nur so ein bisschen. Ich will das eigentlich jetzt gar nicht großfarbig machen. Die Fläche hier ist einfach größer, ne, als die hier. Aber gut. Egal, egal. Nee, kommt. Nee. Es soll nur ein Übergang sein. So, ich hau mir jetzt Mascara rauf, bevor ich nach irgendwas versaue. Meine Finger sehen aus. Und dann gucken wir mal. Dann könnte ich ja eigentlich noch eine coole... Nee, wir lassen das jetzt mal so. Wir wollen den Augenlook heute präsentieren. Und natürlich gehe ich gleich so raus und hole meine Tochter vom Kindergarten ab. Aber selbstverständlich. Nicht, dass sie denken, Mama hatte Langeweile heute, ne? Mama hat so viel gearbeitet, dass sie ganz zufällig in den Farbtopf gefallen ist und die Augen dann so aussahen. Aber eigentlich war es total stressig. Gut, dass du im Kindergarten bist, damit Mama ihren wichtigen Job machen kann. Und dann sieht sie so aus. Aber ist irgendwie ganz cool. Ich mag's. Ich glaube, ich mag's. Ich glaube, ich mag's. Vielleicht wäre das auch was für ein Fasching, wenn du als Fee gehen willst oder so. Voll der gute Trick. Oder halt zum Frühlingsanfang, wenn du zum Bäcker gehst und dir Brötchen holst. Klassischer Look, ne? Einmal Weltmeister bitte, eine Schrippe und ein Dinkel. Und haben sie noch was Buntes dazu? Uiuiuiui, Tiffy. So, oh Gott, ja. Hört ihr mir zu? Nee, ne? Ihr könnt das ruhig auch mit Ton ausschauen. Dann rede ich nicht so viel Blödsinn. Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen in einer Umbruchsphase, Stimmung. Ich traue mich gerade ein paar Sachen, oder jetzt erstmal eine große Sache habe ich mich getraut. Weil ich irgendwie mehr mal für mich machen will, statt für andere und für alle so. Ach, ist auch egal. Aber da passt das irgendwie gerade ein bisschen dazu. Ich finde es gerade ganz lustig. So. Also so richtig viel hat die Mascara nicht gemacht. Das war übrigens die Wonder Woman von Kiko, ne? Ja. Von Kiko, die Wonder Woman. Die fällt gerade nicht so sehr auf. Ich glaube, die Seite besser. Aber das war's, ihr Lieben. Ich mache mir jetzt nochmal einen pinken Lip Tint mit drauf, der dann die Außenfarbe ein bisschen auffängt. Da nehme ich Tinted Kiss von Essence. Meine Hände sehen aus, ne? Habt ihr nicht gesehen? Ich finde den so schön. Riesenempfehlung. Der war aus dem Sortiments-Update letztes Jahr Spätsommer, Herbst. Und der schmeckt gut, der riecht gut. Der macht Spaß, der fühlt sich gut an. Und der tintet. So. Und dann haben wir's. Was sagt ihr dazu? Komm, ich hab die Pads benutzt. Hier sind die restlichen. Mal gucken, ob es zählt. Ich schicke das gleich in die Gruppe, zeige das den Mädels. Und dann könnt ihr mal bitte unten sagen, was ihr dazu sagt. Ich finde es ein bisschen geil. Ich freue mich ein bisschen. Soll ich näher rankommen? Hallo, hallo, hallo. So sieht's aus, ne? Ist mal was anderes, würde ich sagen. Ist vielleicht ein bisschen... warte mal. Ich habe gerade einen Anruf. Auch bitte jetzt nicht, ne? Ist vielleicht hier ein bisschen fleckig tatsächlich. Aber an sich finde ich es ziemlich cool. Was sagt ihr? Der neue Look für diesen Sommer, für diesen Frühling 2024. Gleich die Pflege mit dran, ne? Ich freue mich. Ich bin fertig. Bin gespannt, was ihr sagt. Aber die Seite gefällt mir auf jeden Fall besser. Oh, geschafft. Geile Nummer. Oh. Und die Zähne mit angemalt. Passend zum Look. Sehr schön. Also, gebt mir Bescheid, was ihr sagt. Schaut euch unbedingt die anderen Mädels noch an. Es war wirklich eine lustige Runde. Und dann bin ich gespannt, was noch so kommt. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Durchhalten. Lasst euch nicht ärgern. Und tschüss.